Hallöchen und schön, dass ihr reingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Elsa spielt Peridot. Und ich hoffe, ihr mögt Dinosaurier. Denn die Dinos sind los am 4. November, also recht zeitnah, findet der nächste Community Day statt. Und anlässlich dieses Events wird ein neuer Archetyp verfügbar sein. Und zwar ein wunderschöner Triceratops-Archetyp. Und dementsprechend wird es wieder ein Bundle im In-Game-Shop geben, wo ihr ein Dot adoptieren könnt, was die typischen Merkmale besitzt. Und es werden auch wilde Dots verfügbar sein, mit denen ihr brüten könnt, um den Archetypen dann am Ende herauszubekommen. Vielleicht habt ihr aber auch Glück und findet dann in der freien Wildbahn sogar gleich ein Dot, was diesen Archetypen besitzt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Es werden natürlich auch wieder Quests verfügbar sein, wo man Klunker bekommt und auch ein Accessoire. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und natürlich das Altbekannte ist ebenfalls dabei, diese reduzierten Brütkosten der Sonnenjuwelen und der Klunker sozusagen. Wird ganz spannend, denke ich. Sieht auf jeden Fall echt witzig aus. Und also die Ohren finde ich eigentlich mega. Also das sieht richtig cool aus. Naja, wir können auf jeden Fall gespannt sein und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Brüten und bis zum nächsten Mal. Übrigens, ehe ich es ganz vergesse, die Gewinner der letzten Archetypen-Challenge stehen fest. Und zwar wird es bald einen Raubenarchetypen geben, einen Gargoyle-Archetypen, der richtig echt mega cool ist, weil mich das so an eine Kindheitsserie erinnert. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr euch auch an diese Gargoyle-Serie erinnert. Dann gibt es bald einen Archetypen Elixier, was auch richtig cool ist, weil das so ein bisschen magisch angehaucht ist. Und es gibt auch eine Art Vogelscheuchen-Archetypen. Interessante Idee auf jeden Fall. Und ja, das sind die Gewinner. Herzlichen Glückwunsch und jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Ciao!